Logbucheintrag Nummer 20 von Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Immer noch kein Kontakt zu unserem Außenteam, seitdem die Anomalie verschwunden ist. Unser Offizier starrt derzeit gebannt auf den Energieradar und versucht, die Bewegungen der Energiesignatur weiter zu verfolgen, die wir geortet haben. In der Hoffnung, dass es sich wirklich um das dritte Mitglied unseres Außenteams handelt. Ja, und unser drittes Außenmitgliedsteam hängt ganz schön in der Patsche. Nein, wir können nur noch da dashen. So, der ist tot. Nein, das hat auch nicht funktioniert. Vielleicht sollten wir es mal mit einem Smokescreen irgendwie versuchen. Nee, das ist nicht der Smokescreen. Das ist der Smokescreen. Kann ich von hier aus einen Smokescreen irgendwo hinwerfen und dann dahin? Ja, ich habe jetzt volle Kanne einen Smokescreen in meine Käfig geworfen. Das hat jetzt sicherlich absolut nicht geholfen. Da kommt wieder die Patrouille. Ich lade noch mal neu. Es muss auf jeden Fall da hinten irgendwas Wichtiges geben. Oh, ich wurde entdeckt. Ach, da oben steht auch noch einer. Okay, da müssen wir gleich nochmal nach dem Typen da oben gucken. Ob der immer da steht. Der da, nämlich. Ja, der steht immer da. Jetzt halt die Frage, können wir den ausschalten? Nein, können wir nicht. Jetzt können wir aber uns an ihm vorbeisneaken. Wenigstens hierhin. Und einfach mal hoffen, dass wir nicht entdeckt werden. Mist, ich wollte da durch. Oh, da ist jemand. Ach, Mist. Ah, aber da wäre ein Käfig. Gut zu wissen, dass da ein Käfig ist. Nur leider kann ich von hier aus nicht in den Käfig rein. Ich kann höchstens hier eine Smokebomb hinwerfen und dann in den Käfig rein. Und zwar jetzt. Hier. Wirf die Bombe. Warum wirft er nicht? Nein, das reicht nicht. Na.
Das ist doof. Gerade. Ja, jetzt kommt da wieder erstmal die Patrouille vorbei. So. Nicht den da, oder? Doch, den da will ich gerne. Seinen Sichtbereich gespeichert halten. So, und fertig. Jetzt müssen wir warten, bis der da aus dem Weg geht, hoffentlich. Was er scheinbar nicht tut. Na gut, wir können ihn exekuten. Theoretisch. Ob es der Execute bringt, ist nur die Frage. Er hat auf jeden Fall jetzt die Rauchwolke gesehen. Das war jetzt nicht so ideal. Die sieht er nicht. So, weg mit dir. Sag bloß, das hat jetzt alle aufgewiegelt. Dass ich die Kugel benutzt habe. Ja. Okay. Das war dann vielleicht doch nicht so gut, dass ich die Kugel benutzt habe. Okay, da kann ich nicht reinchargen. Das ist blöd. Ich muss auf jeden Fall warten, bis die Patrouille vorbei ist, weil die glotzen hier sonst rein. Oder nee, sie glotzen auf dem Rückweg rein. Deswegen Bombe. Und darüber. So, ich könnte hier unten was reinwerfen. Da könnte ich mich nach da unten porten. Und absaufen. Okay. Ich sauf jeden Stand ab, oder? Ja. Wie kommt man bitte an die Energie dann ran? Brauche ich dafür irgendein Modul erst aktiv? Das würde es nämlich erklären.
Hier gibt's was zum Erkunden. Das würde ich auch gerne erkunden. So, ob das leider merkt, wenn ich den ausschalte. Hat bis jetzt keiner gemerkt. Stimmt ja, ich kann, habe hier jetzt zwei Shadow Charges, gell? Jo. Die Frage ist, kann ich die beiden ausschalten? Nein, den kann ich nicht so leicht ausschalten von hier aus. Von hier aus wahrscheinlich eher. Müsste ich aber erstmal den da wegbekommen. Jo, der fällt nicht auf, wenn er weg ist. Und den kriege ich dann auch gleich weg. Dann steht nur noch der da im Weg. Aber der kümmert mich dann weniger. So. Ich hoffe mal, du siehst den nicht. Wenn du ihn nämlich siehst, dann muss ich dich auch ausschalten. Das würde ich ungerne tun. So. Was sagt die Kartenmarkierung? Ah, unser Pott. Hi. Glad to hear your voice. We're okay, but our spaceship is heavily damaged and stuck in a swamp. I hope locals can help us pull it out. Unfortunately, this camp is populated by belligerent pirates, and there's no way we can make a deal with them. I met some caravanners who can help us if we get their folks out of captivity. I'll scout around this camp first, and then I'll find you. Over and out. Hello. I heard what you said, and I guess your friends are somewhere around the neighboring cave. Local patrols usually walk from its entrance to the main gate. Watch them, and you'll see how to get to your friends. Okay. Gut, dann mache ich jetzt mal ein Save. Benutze das Ding hier. Gravity Loop. Defibrillator, Life Support. Hä? Hey. Ich weiß nicht, ob die Gravity Loop hilft, wenn wir im Swamp sind. So, ich probiere es jetzt mal aus. For Science und so. Das war falsch. Doch, er versinkt immer noch. Also laden wir den Speicherstand. Ah, gut. Okay, das heißt, wahrscheinlich müssen wir das mit dem Dash versuchen. Also erst eine Wolke hinwerfen. Reindashen, zurückdashen. Ja, so kommen wir an die Energie. Wenn ich nah an die Kante gehe. Nein. Genau. Dann braucht es aber auch doppelt zum Aufladen. Also die zweite Charge. Okay.
Und ja, wir haben alles. Dabei haben wir aber auch leider den Kumpel hier auf uns aufmerksam gemacht. Wie gut oder schlecht das jetzt ist, ist die andere Sache. So, vielleicht säuft der ab. Hier im Sumpf. Ich weiß es leider nicht. Ob die absaufen können oder ob die schwimmen. Nein, es säuft ab. Ob ich von hier aus in den Käfig chargen kann? Nein, von hier aus nicht, weil ich kann ja nur von Deckung zu Deckung chargen. Leider. Das war jetzt oben auf die Kugel geworfen. Das war auch nicht das, was ich wollte. Und von hier aus kam ich leider nicht weiter. Also wieder zurück. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Genau, die schauen jetzt nämlich alle erstmal hier rein. Glotzt gerade einer in die Richtung? Ja, du glotzt ja wie immer in die Richtung. So. Hat er mich gesehen? Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass er mich gesehen hat. Das Ding sieht noch interessant aus. Und da liegt noch Energie versteckt. Oh, da hinten sind... Ja, so Swamp-Krabbler. Mhm. So, von hier aus komme ich da rein. Von hier aus komme ich dahin. Und wenn die Patrouille nicht wäre, könnte ich da oben noch die Energie irgendwie abgreifen. Ganz sicher. So einfach, indem ich mich hier versteck. Mit dem Hasch die Energie schnappe. Und entdeckt werde. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Abschluss Logbucheintrag Nummer 20, Captain Kirkbeard. Die ganze Crew ist aus dem Häuschen. Wir haben Kontakt zu allen drei Mitgliedern des Außenteams wiederherstellen können. Die schlechte Nachricht ist, durch das Verschwinden der Anomalie ist unser Schiff in den Sumpf abgerutscht. Wir hätten die Triebwerke gegenstarten sollen. Jetzt liegt es am Außenteam, unser Schiff aus dem Sumpf rauszuhieven. Dafür wollen sie die örtliche Bevölkerung um Hilfe bitten. Müssen sich vorher aber erst einmal sammeln.
Ja, Kirk Beard Ende.